Hallo Leute, herzlich willkommen. Aufhängers, Dando Gaming. Und heute spielen wir mal hier irgend so ein komisches Spiel. Wir legen einfach mal los. So. Willkommen bei Office Tycoon. Achso, das ist ein Office Tycoon. Aha. Hier kannst du Bargeld sammeln. Also wir bauen uns heute ein. Ja, Büro auf. Ja, ich weiß doch hier, wie alles funktioniert. Rezeption. Ja, ich habe kein Geld. Jetzt hab ich's. Sitze kaufen. Okay. Kann man das hier ausstellen? Mann, ich hab's doch ausgestellt, wieso? Ach, egal. 250. Okay, wir brauchen 250 für einen 2. So. Pflanzen kaufen. Ja, braucht man nicht unbedingt Sitze kaufen. Also, die haben hier auch noch mehrere Tycoons, wie man hier sehen kann. Also, ganz viele andere haben sie noch. Beliebteste, neu, empfehlen, Beta, Alpha, Beta, neu, neu, Menschenliebe, Menschenliebe. Aha. 250. So. Eine Tür kaufen. Ja, das wäre mal angebracht. Upgrader kaufen. Ja, kann ich auch. So, jetzt haben wir 300. Dann kaufen wir uns mal Wände. Boi. Die sehen aber auch ganz nice aus. Da kaufen wir uns hier auch nochmal eine Wand. Nur Besitzer kaufen. Hm? Achso, dass hier keiner rein kann, oder was? Für 1000 da. Ja, tatsächlich. Tür umschalten. Nice, nice, nice. Ja, Leute, auch mein Spiel, mein Rollenspiel wird bald aktiv dran gebaut. Ich habe ja einen Co-Owner und der hatte jetzt nicht allzu viel Zeit, aber die Zeit hat er bald. Und ich kann euch auf jeden Fall viel, viel, viel was sagen. Eventuell streamt er auch mal ein bisschen, wie er an diesem Spiel arbeitet. Also ja, falls ihr gerne mal das Spiel sehen wollt, wie das so entwickelt wird, könnt ihr gerne mal auf meinem Discord-Server joinen. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Okay, wir brauchen noch ein bisschen hiervon. So. Bester CEO. Geil. Das ist echt geil. Ich bin ein Spion. Das ist echt geil gemacht. Das muss man einfach mal sagen. Komisch, dass das Spiel keiner fast spielt. Wobei doch, jetzt sind hier... Yo! 87,9 Millionen. Oh, alles klar. Ich will ja später auch Simulationsspiele machen. Also aktuell läuft ja ein Rollenspiel. Dings, was ich hier programmiere und sowas. Und deswegen habe ich einfach keine Zeit, ein Simulations- oder beziehungsweise Tycoon-Spiel zu machen. Aber das kommt auch noch. Also das dauert natürlich noch eine Weile. Also, ja. Aber auch ich mache dann Simulations- und Tycoon-Spiele. Achso, das kann man sich dann hier nehmen. Aber das will ich. So, 1000. So. Haben wir das hier mal gemacht. Das kostet Robux. Das hier. Das erste Büro kostet 1500. Okay. Also das hier macht schon viel mehr Spaß, weil man das Geld nicht so unbedingt jetzt mit Robux holen muss. Das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt. Kaufe Wände. 600.000, 500.000. Also 2500. 2900, glaube ich.
Wenn mich's nicht alles täuscht, dann sparen wir mal kurz. 5% Geldbonus plus 5k gefällt mir in unsere Spieldreh und unsere Gruppe bei. Achso. So. Achso, ich hab schon. Nein, will ich nicht. Kaufe Wände, ja. Körper 1. Ne, mir hätte tatsächlich doch noch. Also, ich werde nichts sagen, aber egal. Kaufe Dekoration. Für 1000 Euro. 1000 Euro wollen die Dekoration. Dann können wir auch direkt einen Upgrader kaufen. Okay, da bin ich wieder. Ja. Hab mal hier kurz was in den Chat geschrieben, um zu gucken, ob es funktioniert. So, wir kaufen uns 10.000. Ja, okay, habe ich Sitze kaufen. Kaufe Wände, ja, die kaufe ich mir auch. Und Brunnen kaufen. Oh. Und das dritte Dings kaufen wir auch. Und Wände kaufen wir auch. Dropper und wieder Integration, weil 4.500 kostet. Okay. Warten wir mal kurz. Oder die haben ja alle Millionen. 4.500. So. Ja, jetzt habe ich 5.000. Okay, jetzt brauchen wir noch den Upgrader für 4.500. Ja, 4.500. Genau. Egal. Das Hotel ist mit Lasern überwacht. Du darfst hier nicht rein. So sieht das ein bisschen aus. So. CEO Office, also mein Office praktisch. Und wieder Wände. Immer diese Kackwände. Komm doch. Ja. Immer hier diese Wände, Wände, Wände. So. CEO Office für 5.000. Ja, das holen wir uns doch mal. Davor holen wir uns den Wasserspender. So. Ist hier jetzt irgendwas zu bauen? Nee, noch nicht. Was ich cool finde, ist, dass ja auch wirklich Leute sitzen. Ne, also hier sitzen wirklich die Leute. Sandos Office Tycoon bei CEO, was weiß ich. Kaufe Couch. Okay. Das mache ich doch gerne. CEO Dropper 7, also für 8.000. Da hinten ist jemand mit einem Auto oder vorne kann man irgendwas bauen. Fahrt kaufen. Aha, dann kann man hier wahrscheinlich kaufe Parkplätze. Ja, tatsächlich. Und hier sind so die ganzen anderen, wie nennt man es? Die ganzen anderen Büros, genau. Auto kaufen. Nee, dafür habe ich kein Geld. Dafür habe ich noch kein Geld. So, wir müssen erstmal auf 8.000 fahren. Komm jetzt. 8.000, danke. Gehen wir mal hier hin. So. Upgrader kostet nur 5.000, okay. 5.000. So, da habe ich 5.000. Gehen wir mal rein. Zack. Dann warten wir noch mal kurz auf 10.000 und dann holen wir uns. Ah. Komm, ich spare euch das Warten kurz. So, jetzt habe ich das Geld. Kann ich das ja eben holen? Was? So, für den nächsten Floor-Dings da irgendwie 4.500. Habe ich natürlich auch easy auf the Tash.
Sag. Drittes Office 6000. Okay. Also 6000 kostet wieder nichts. Da ist auch. Kaufe Wände für 3000. Dorpa für 7500. Ja. Okay. Hey. 7500 für den Dropper. Hey. So. Dann haben wir auch mal 7500. So. Wasserspender für 1000, Upgrader kaufen 14, ja, dann spare ich kurz auf 6000. Habe ich ja auch easy. Hier ist auch zack, 6000. Zack. Dann müssen wir jetzt auf 14.000 sparen, dann haben wir nämlich den Upgrader. Dann kassieren wir hier schon einiges an Geld. Komm schon, 14.000, 14.000. Da hast du eine Schatztruhe. Die ist, glaube ich, eher für Robux oder sowas. Wie die hier. So, jetzt aber. 14.000 Upgrader. Continue at the outside. Also man muss jetzt draußen weitermachen. Aber hier gibt's doch auch nichts. Na doch da. Bäume kaufen, Bäume kaufen. Kaufe Parkplatz. Noch ein Parkplatz? Okay. Kaufen wir uns noch einen Parkplatz. Bäume, Bäume, Parkplatz. Tatsächlich, man hat einfach zwei Parkplätze? What? Bau Offroad Car. Pickup Truck. Okay, Leute. Ich würde sagen, falls euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo und einen Kommentar da. Und falls ihr auch einen zweiten Part davon haben wollt, wie gesagt, lasst ein Like da, da kommt auf jeden Fall ein zweiter Part. Ja, schaut auch gerne auf meinen Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut auch auf SNX vorbei und auch bei meinem Discord-Bot. Habt einen traumhaften Tag, haut rein, euer Sando. Ciao, ciao.